Was wir derzeit erleben, ist ziemlich typisch für das, was passiert ist, nämlich wir haben einen massiven Anstieg der Volatilität und so sehen wir krasse Abverkäufe, auf die krasse Rallies kommen oder folgen, dann gibt es wieder krasse Abverkäufe. Das ist das Muster, das wir in den letzten Tagen gesehen haben. Gestern war das Argument für den Abverkauf zum Handelsende hin, naja, eine schwache Anleiheauktion einer 10-jährigen US-Anleihe. Heute hatten wir vor einigen Minuten eine ziemlich miserable Anleihe. Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe, aber was passiert, es interessiert die Märkte nicht und der Grund für die Rallye heute ist etwas, was normal kaum Beachtung findet, nämlich Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die bei genauerem Hinsehen überhaupt nicht gut waren, aber die Wall Street hat sich gesagt, wir nehmen jeden Strohhalm und das ist doch toll, das bremst so, das dämpft etwas unsere Rezessionssorgen, eigentlich ökonomisch totaler Bullshit, was da passiert, aber es ist eine Art Humor der Algorithmen, könnte man sagen. Es geht um Positionierungen, es geht um Mechanik faktisch und wir wollen uns das Geschehen heute mal anschauen. Zunächst mal Weekly Jobless Claims auf 233.000. Dabei wurde die Vorwoche nochmal nach oben revidiert und die Wall Street, ja super, das ist doch toll. Gute Nachrichten von der Konjunktur sind ja jetzt wieder gute Nachrichten. Vorher war es ja immer so, weil jetzt doch relativ klar ist, dass die Fed im September die Zinsen senkt. Wird, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten waren. Jetzt, wo klar ist, dass die Fed senken wird, wohl sind eben gute Nachrichten jetzt von der Wirtschaft wieder gute Nachrichten für die Märkte. Und so hat man die ganze Geschichte gefeiert. Aber wir sehen, dass die Folgeanträge jetzt auf den höchsten Stand seit 2021 gestiegen sind. Also die fortgesetzten Anträge der Arbeitslosen. Und wir sehen, dass auch der 4-Wochen-Durchschnitt auf den höchsten Stand des Jahres jetzt gestiegen ist. Also bei genauerem Hinsehen gibt es das überhaupt nicht her, was wir hier an Marktreaktionen gesehen haben. Hier sehen wir nochmal diese 4-Wochen-Durchschnitt und eben die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Alles tendiert nach oben. Also beileibe kein Beruhigungssignal für den Arbeitsmarkt und damit für die US-Wirtschaft, denn wir haben hier auch Verzerrungen durch Hurricanes und so weiter, da weiß man nicht genau, was wie jetzt berücksichtigt ist, was für einen Einfluss hatte. Jedenfalls schreibt hier jemand auf Finanzmarktwelt 17.000 weniger Anträge in einem 330 Millionen Einwohnerland, was für ein Bullshit, da eine Rallye draus zu zaubern. Also das ist natürlich absoluter Schwachsinn, gibt es nicht her, aber wie gesagt, es geht um Mechanik, es geht um Positionierungen, und es geht um die Hoffnung, dass man irgendwie wieder auf einen grünen Zweig kommt. Und so sehen wir die Reaktion nach den Daten 14:30 und das Ganze ist dann noch weitergegangen. Relief Rally after Jobless Claims, so titelte hier Bloomberg. Und hier sehen wir nochmal die gestrige Auktion der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Da ging es dann massiv nach unten. Heute, wie gesagt, eine ganz, ganz schwache, sogar noch schwächere Anleiheauktion einer 30-jährigen Staatsanleihe. Kurzes nach unten zucken, dann wieder nach oben. Also es zeigt, diese Headlines, die sind nicht viel wert. Da spielen andere Faktoren offenkundig eine Rolle. Apropos Staatsanleihen, wir sehen, dass die Amerikaner wahrscheinlich in 2024 1,9 Billionen an Volumen in Staatsanleihen emittieren werden, also Schulden aufnehmen. Das ist fast das Doppelte dessen, was man im Jahr 2023 aufgenommen hat. Also ein Schuldentsunami ohne Ende und das Ganze wird sich nicht in Harmonie auflösen. Wir sehen, dass die Renditen gestiegen sind, die Aktienmärkte auf diese schwachen Anleiheaktionen, die Aktienmärkte ignorieren das erstmal. Aber die Frage ist, wie steht es jetzt um die US-Wirtschaft? Wir hatten letzte Woche schwache ISM-Daten, schwache Arbeitsmarktdaten. Dann war hier das Risiko, das man am Montag gesehen hat, oh, wir fallen in eine Rezession. Am Dienstag hatten wir dann in der ISM-Dienstleistung auch doch nicht so schlimm. Rezession ist wieder gecancelt. Und so geht das jeden Tag hin und her. Jamie Dimon geht ja davon aus, der Chef von JP Morgan, dass wir eine Rezession sehen werden. Mal gucken. Aber das offizielle GDP Now Modell der Atlanta Fed sagt ein Wachstum von 2,9% voraus für dieses Quartal. Ja, da musst du natürlich schnell die Zinsen auf Null senken, wenn dem wirklich, wenn das wirklich stimmen würde, dass die Wirtschaft in den USA so deutlich wächst. Wir sehen auch, dass der Konsument offenkundig nicht mehr der Treiber der Wirtschaft ist. Hier mal Kreditkartendaten der Bank of America. Wir sehen, das geht leicht nach unten im Vergleich zum Vorjahr.
ja, ich weiß nicht, ob das inflationsbereinigt ist schon. Wo nicht, würde das sogar noch weiter nach unten tendieren. Also der Konsument, der kann hier nicht mehr im Mindesten für einen Impuls, für einen Aufwärtsimpuls der Wirtschaft in den USA sorgen. Sei es drum, wir sehen übergeordnet, dass der Risk-On-Index nach unten ausgebrochen ist. Oft sehen wir dann Backtests, also praktisch eine Wiederannäherung an gebrochene Trendlinien, respektive gleitende Durchschnitte. Und wir sehen einen Ausbruch eben beim Risk-Off-Index. Also das sind schon Signale übergeordnet. Und hier sehen wir auch interessant, der Goldpreis, respektive Dow Jones zu Gold, bricht nach unten aus. Das gleiche gilt auf der anderen Ebene. Gold zum S&P 500 bricht eigentlich nach oben aus. Also in den sicheren Hafen Gold wird geflohen ganz gerne im Vergleich zum Aktienmarkt. Und dieser Aktienmarkt, der hat ja durch diese KI-Unternehmen gelebt. 40% ist der S&P jetzt oder war der S&P im Hoch oder waren die KI-Names, also die KI-Aktien im S&P 500 gewichtet im Hoch, als ChatGPT im November 22 auf den Markt kam oder das Licht der Welt erblickte, waren es noch 25%, also unfassbar viel KI-Euphorie. Und nach wie vor ist der Beweis eben nicht erbracht, dass man damit nachhaltig Geld verdienen kann als Käufer von Chips, der dann irgendwelche KI-Geschäftsmodelle versucht anzubieten. Die Schaufelverkäufer, Nvidia und Co., die haben natürlich ein anderes Geschäftsmodell, die verkaufen die Schaufeln, aber für die Märkte wird interessant, ob Gold gefunden werden kann, und dieser Beweis ist nicht erbracht. Wir haben zuletzt gesehen, dass die Volumen im Zero-DTE-Optionsbereich gefallen sind. Das war auch ein Treiber der Rally, also diese Hebelung mal schnell mit billigen Optionen auf die Call-Seite, auf die Long-Seite wechseln. Die Market Maker, die Dealer der Optionen zwingen mitzugehen, damit Dynamiken zu verstärken. Mal sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Jedenfalls haben wir jetzt einen Euphoriezyklus, der möglicherweise sich trotz der heutigen Rallye zum Ende neigen wird. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir nochmal einen signifikanten Rücksetzer in Richtung der Tiefs, die wir am Montag gesehen haben, haben werden. Wann das passiert, schwer zu sagen, aber es dürfte kommen. Und hier sehen wir auf der anderen Seite, wir haben jetzt 21 Mal seit 1928, schon dieser lange Zeit, 1928 war ich noch blutjung. Ja, aber kann ich mich natürlich noch ein bisschen dran erinnern. Und da war, oder ist es 21 Mal passiert, dass der S&P 1,8% unter seinem Bollinger Band gehandelt hat. In 85% der Fälle ist dann 6 Monate später der Index höher gestanden. Also das ist natürlich total bullish, meine Damen und Herren, gar keine Frage. Bullish, aber auch nach wie vor die Stimmung vor allem der Privatinvestoren. Es sind gute 40%, die noch auf der Bullenseite sind, und wir sehen auch bei den Vermögensverwaltern, die in der NAAIM-Umfrage befragt werden, dass immer noch 75% investiert ist des Geldes. Das sind also keine Werte, die man gerne mal am Tief eines Aktienmarktes sieht, am Boden eines Aktienmarktes, so wie etwa im Oktober 2023, da waren wir in Richtung unter 30% investiertes Kapital gefallen. Also von der Seite her noch keine Entwarnung, und möglicherweise haben wir hier so eine Wedge, die wir hier nach oben nochmal anlaufen, das Gap füllen beim S&P 500 bei ungefähr 5.345 Punkten. Und möglicherweise hier eben versuchen, jetzt ein paar Abwärtsgaps noch zuzumachen, ohne dass die ganze Geschichte, ohne dass die Kuh jetzt schon vom Eis wäre. Das zumindest legte die Charttechnik nahe. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nvidia hat mal fast ein Billionchen verloren. Was sagen eigentlich Analysten? Kaufen, nicht kaufen? Oder was ist jetzt der Fall? Gerne weiterempfehlen. Und die zweite und letzte Empfehlung, der mögliche Vizepräsident der USA, der designierte Vizepräsident Tim Walz, der in der Kritik steht bei Republikanern, weil er so ein bisschen tut, als wäre er ein Veteran, was er offenkundig aber wohl nicht ist, wenn man den Berichten glauben kann. Der war aber jedenfalls Lehrer mal in China. Und das könnte, wenn Kamala Harris doch gewinnen sollte und er Vizepräsident wird, für das Verhältnis zwischen den USA und China von großer Bedeutung sein, denn der Mann war Lehrer, wie gesagt, in einer Provinzstadt in China und kennt China von innen heraus, dementsprechend vielleicht einen anderen Zugang hätte eben zu der chinesischen Kultur, ein anderes Verständnis. Das ist auch ein hochinteressanter Artikel, also diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.